Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Clean Code. Heute wollen wir uns dem sogenannten Dry-Prinzip widmen. Das kommt vom englischen Don't Repeat Yourself, also wiederholt euch nicht. Und ja, ist eigentlich total simpel. Wir werden heute wahrscheinlich auch nicht so langes Video haben. Aber warum sollte man irgendwie... Also ich mach mal einfach ein Beispiel. For i in l. Und jetzt haben wir hier irgendwas, was wir damit machen wollen. Zum Beispiel print i. So. Und jetzt wollen wir das natürlich am Anfang zum Beispiel machen, dann arbeiten wir irgendwie auf der Liste und dann wollen wir das Ganze nochmal machen. Was wir dann machen ist, wir copyen und wir pasten. Und das machen sehr viele Programmierer sehr, sehr gerne, was aber echt furchtbar ist. Denn so entstehen die allermeisten Fehler. Die allermeisten Fehler im Code passieren durch Copy-Paste. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung, aus leider viel zu viel Erfahrung. Und deswegen würde ich euch sehr stark von Copy-Paste abraten und zu Funktionen bzw. Methoden hinraten. Was wir also machen wollen, ist einfach, wir schreiben uns eine Methode dafür. Oder eine Funktion, je nachdem, ob ihr gerade in der Klasse seid. Das heißt, wir sagen hier Function, es gibt einfach nichts zurück, das heißt, wir sagen hier auch Void dazu. Und ja, print all values of list. So. Und was wir als Parameter nehmen, ist logischerweise eine Liste. Ups, nicht Öl, sondern nur L. Und dann sagen wir hier, okay, wir haben hier vielleicht geschweifte Klammern drumherum. Und wir sind fertig. Wunderbar. So, und was wir jetzt hier gemacht haben, ist ganz einfach alles ausgelagert in eine separate Methode. Und jetzt können wir hier und hier einfach hergehen und sagen, print all values of list. Das mache ich auch mit Copy-Paste, aber den Namen darf man Copy-Pasten, das ist in Ordnung. Mit unserer Liste und hier unten mache ich einfach genau dasselbe. So, und schon sind wir eigentlich soweit fertig. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil dadurch, dass wir erstens mal, sagen wir mal, unsere Print-Funktion ist kaputt. Das muss natürlich nicht Print sein hier, das kann irgendeine komische Berechnung sein. Aber vielleicht wollen wir auch einfach hergehen und sagen, hey, wir wollen nicht mehr auf die Kommandozeile immer printen, sondern wir wollen ab sofort in eine externe Datei printen, sozusagen ein Log. Und was wir dann machen ist, wir müssen hier nicht jedes Mal den kompletten Code anfassen, denn wir haben wahrscheinlich nicht nur einmal alle Werte ausgegeben, sondern mindestens zweimal, eher vielleicht 100 Mal. Und dann sagen wir ganz einfach, okay, wir können hier einfach sagen, print to log und dann i reingeben. Und dieses print to log ist dann halt noch eine andere Funktion, die wir dann auch wieder verändern können. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, denn so kann man einfach eine Zeile anpassen, anstelle eben 100 Zeilen erstmal zu finden und anzupassen. Zweitens, noch viel besser, wir können den Code besser verstehen, denn so müssen wir jedes Mal überlegen, was macht denn diese Vorschleife jetzt wieder? Und so sagen wir einfach, ah, okay, sie gibt alle Werte einer List aus, alles klar, kein Problem, easy. Ja. Und das ist natürlich eigentlich allein schon genug, würde ich mal sagen, dass man hier dass man hier für Funktionen plädieren kann und dass man eben auch sagen kann, ich weiß, das ist sehr, sehr basic, aber man macht es trotzdem irgendwie. Immer wenn ihr irgendwas copy-pastet, wirklich merkt euch diesen Satz. Jedes Mal, wenn ihr STRG-C, STRG-V drückt, dann überlegt euch, ob ihr hier gerade nur zum Beispiel einen Funktionsnamen oder sowas copy-pastet oder ob ihr wirklich Code copy-pastet. Und jedes Mal, wenn ihr Code copy-pastet, dann lagert es in eine Funktion aus oder in eine Methode, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Okay. Das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wie gesagt, sehr einfach heute, klar, ist mir bewusst. Aber ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.